Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Game Dev Tycoon. Ja, wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession. Und die PlayStation 4 wurde in der letzten Folge noch veröffentlicht. Das ist ganz schön. Und 204 Alternativen, was wir entwickelt haben, wurde jetzt vom Markt genommen. Es wurden 3 Millionen Einheiten verkauft und 31 Millionen Umsatz erzielt. Das ist doch sehr, sehr geil. Wir haben jetzt 122,5 Millionen. Sowas wünscht man sich mal bei X3. Dann werden wir mal weitermachen. Und ja, den Spielbericht haben wir gemacht. Denn wollen wir doch mal gucken, was wir mal Fazit zu machen können. Krieg der Sterne, Sterne im Krieg. Oh Mann. Keine Werbung. Stadt im Glück. Okay, Stadt im Glück. Ich würde das eigentlich gerne mal machen. Action-Rollenspiel. Kriegen wir wohl hin. Und es wird hier gleich alles überschrieben. Okay. Sterne im Krieg, Raumschlachten, klingt nicht ganz so beschissen. So, auf dem PC, auf der neuen Mbox und auf der neuen PlaySystem 4 mit der Realtek Engine. Ja, haben wir genug Geld für. Machen wir das doch mal. Und da ploppen schon die ersten raus. Das ist doch super. Engine. Rollenspiel. Für Action bräuchte man ein bisschen mehr. Machen wir mal so. Dann kommt es dafür weniger. Ja, lassen wir so. Das ist drin. Okay, oh, Presseanfrage. Ich bin Julian Rickstall von Gamer Pro. Natürlich machen wir ein Interview. Ja, Schwerpunkte. Sci-Fi, Action, Rollenspiel. Das Ding ist, beides ist wichtig. Künstliche Intelligenz für Action, Story und Quest für Rollenspiel. Ich würde sagen, mehr Story Quest. Mehr Story Quest. Obwohl beides fast genauso wichtig ist. Und wie ist es? Okay, nicht der Ansicht, okay. Na schön. Erstmal nicht der Ansicht, aber in dem Fall ist es wirklich schwierig gewesen. Die Mbox 360 wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Sehr traurig. So, Dialoge. Machen wir einen kleinen Tick runter. Künstliche Intelligenz. Wenn Sie meinen, das ist wichtig, hoch damit. Level Design dafür weniger. Wir machen mal den Booster an. Oh ja, Doppelboost hier. Okay. Gut, der Booster bringt jetzt nicht ganz so viel, aber naja. Spielwelt machen wir ein bisschen weniger. Nehmen wir mal so. Grafik, Sound, kann so bleiben.
So, die Mbox 360 wird nicht länger unterstützt. Du hast 6 Spiele auf dieser Plattform veröffentlicht und insgesamt 58,1 Millionen dafür eingenommen. Sehr schick. Ja, Technologie wird schon ein wenig mehr, das ist gut. Derzeit scheint der Markt besonders gut auf Spiele mit neuen Themen zu reagieren. Okay, wir haben jetzt gerade eine Fortsetzung, also keine neuen Themen. Oh, kommen wir? Ja, wir kommen über 200, das ist gut. So, noch ein paar hier, Technologie. Nee, wollen sie anscheinend nicht. Na schön. Aber neuer Rekord in beidem sogar. Wow. Hat nur ein Design doch ein bisschen weniger. Ich dachte, es wären mehr gewesen. Bei Sims 2. Oh ja, den Ofen sollte ich mal anmachen. Ja, in einer Viertelstunde erst. Dann wird das Essen auch zeitig fertig. Ja, Spiel veröffentlichen. So, die ersten Bewertungen kamen jetzt ganz schnell. Dann wird es entweder ganz schlecht oder ganz gut. Mehr gut als schlecht, aber auch nicht perfekt. Aber es ist anscheinend ganz ordentlich geworden. Das ist zumindest sehr schön. So, Alex ist Daniel. Bitte macht den Spielbericht. Und ihr dürft natürlich alle wieder in den Urlaub. Und du auch, wenn du fertig bist. So. Oh, ein Absatz von 500.000. Oh ja. Sehr, sehr viel. Ja, so langsam kriegen wir wirklich sehr viel Geld rein. Umsatz 3 Millionen. Und Fans haben wir natürlich auch sehr viele. Großer Messestand. Ein Mega-Messestand gibt es ja leider nicht. Das wäre noch schön gewesen. Spielweltdesign sehr wichtig. Okay, haben wir ein bisschen runtergesetzt gehabt. Dann machen wir das nächstes Mal einfach nicht. So, du kommst wieder und wir machen mal ein bisschen Auftragsarbeit für ein bisschen Forschung, wenn möglich. Vorher sind wir auf der Spielemesse und ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Über 1 Million, 1,3 Millionen Leute waren bei uns. Platz 10. Yeah, wir sind unter den Top 10. Das ist ein sehr großer Erfolg. Ja, Erfolg, genau. So, noch ein bisschen. Ein bisschen Forschung kann nicht schaden. So 50 am besten. Wer ist es mit 2 wird vom Markt genommen. Danke für die schnelle Arbeit. Suche nach Aliens. Oh ja. Optimiere unsere Suche nach außerirdischem Leben, indem du fortschrittliche KI-Technik benutzt. 9 Wochen Zeit. Schaffen wir das? Nein, nicht trainieren. Pusten. Pusten. Schaffen wir doch bestimmt. Suche nach Aliens. Ja, das sollten wir hinkriegen. Sehr schön. Wir helfen bei der Suche nach Aliens. So, wie geht's weiter? Computer installieren in 3 Wochen. Microsoft Boss.
okay. Ist das nicht ein bisschen veraltet, wenn ihr das meint, was ich denke? Zwei Spiele und fast 9 Millionen, okay. Sterne im Krieg, Raumschlachten wurde vom Markt genommen. Es wurden 2 Millionen Einheiten verkauft und 26 Millionen Umsatz erzielt. Sehr gut, ausgezeichnete Arbeit. Genau, das ist es. Bibliothekssoftware. Machen wir mal. Ja, das war ganz, ganz schnell. Und Programmfehler bereinigen. Beim Base-Programm. Okay. Ja, ordentlich Forschungspunkt bekommen. Deswegen machen wir das. Und ja, wie sieht es bei dir aus? Trainieren? Machen wir erstmal nicht. Sondern du forschst. Ist ja was Gutes. Damit wir bald eine neue Engine machen können. Soundtrack zum Beispiel. Minispiele. Cloud-Spielstände. Optimierung optimiert für mehrere Plattformen. Okay. Wäre auch mal was Nützliches. Fortschrittliches stereoskopisches 3D. Nehmen wir das doch. Das klingt gut. Also machen wir das. Nicht Training, sondern Forschen. Und zwar Cloud-Spielstände. Was kannst du noch forschen? 23 haben wir noch. Nichts mehr. 40, 40, 180, 10. Na schön, Gesetz. Markt hat sich normalisiert. Okay, wir forschen auch nach einem neuen Thema. Mode. Oha. Mode, so ein Minispiel. Das wäre schon mal was. Kinder und Jugendliche. Kleines Spiel. Mode. Genre. Casual. Plattform. PC. Plattform. Nehmen wir mal das GS und Griffe und Grippad. Naja, brauchen wir das? Weiß nicht, ob wir das brauchen. Lassen wir mal die beiden. Mit der Realtek Engine natürlich. Und das Spiel heißt. so ein schicker Name dafür. Klamotten. Nee. Anziehen hoch 2. So. Anziehen hoch 2. Sollte reichen. Hoch, weniger, höher. Sieht's hier aus? Alles gut. Dann machen wir das so. Oh ja, da wird ordentlich was generiert. Künstliche Intelligenz brauchen wir kaum. Level Design, Dialoge. Machen wir alles eigentlich kaum. Gut, machen wir Level Design ganz hoch. Dann wird wenigstens ein bisschen gearbeitet. Ja, sieht ganz okay aus. Sound können wir ein bisschen höher machen. Spielwelt, naja. Grafik, naja. Gucken wir mal, dass sie so auf 100% irgendwie kriegt. So ein mini bisschen. Ein mini bisschen.
Ja, jetzt zu 100%. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Auswirkung hat, aber wie es scheint, werden sehr viele Punkte dafür generiert. Also haben wir nicht viel falsch gemacht. Noch an Technologie was fertigstellen. Natürlich kein neuer Rekord, weil es nur ein kleines Spiel ist, aber das ist ja nicht ganz so schlimm, denn es wird hoffentlich trotzdem noch ganz gut werden. Und da es ein kleines Spiel ist, vielleicht wird es auch mehr gekauft. Das werden wir dann sehen. Wir haben die ersten Bewertungen erhalten. Okay. Macht teilweise Spaß. Eigenartig, aber gut. Und hat seine Momente. Ja, gut. So viele habe ich mir da jetzt auch nicht so erwartet, dass es gut wird oder so. 1 Million Umsatz. Haben wir schon mal die ganzen Ausgaben dafür reingeholt wieder. Modern Casual, eine großartige Kombi, Grafik sehr wichtig, okay, meinetwegen. Plattform, Zielgruppen, Übereinstimmung, großartig, okay. Dann okay, also es wird auch gut gekauft. Ist schon mal sehr schick. Das trainieren wir wieder ein bisschen. Und zwar, du darfst den Programmierkurs machen. Können wir zwar keine weiteren Trainings oder so machen, aber dafür wird Technologie ganz schön weit hoch sein dann. Großer Messestand. Und dann sind wir im Jahr 29 schon. Ja, irgendwann kommt dann mal das Ende. Vielleicht schaffen wir noch so das ein oder andere. Ja, ihr dürft in Urlaub, wenn ihr wollt. Tschüss. Mal gucken, wie viele Folgen wir noch machen können. Wenn wir so jede Folge 2 Jahre haben. Uiuiui, da ist die Animation schon fast futsch gegangen hier. Bei 1,37 Millionen. Platz 6. Ob wir es noch schaffen, auf Platz 1 zu kommen? Ein klarer Trend zu Abenteuerspielen. Oha, hier noch ordentlich was. Es geht sogar wieder hoch. Hohoho. Na, die Millionen kriegen wir wohl nicht mehr. Ja, du hast auch einen Urlaub. Anzieh noch 2 Wolf vom Markt genommen, 800.000 Einheiten verkauft und 6 Millionen Umsatz. Das ist doch sehr, sehr, sehr schick. So, ein Publisher-Vertrag. Wir wollen natürlich mehr Fans haben. Auftrag, nicht Vertrag. So, ein mittleres Spiel, irgendein Thema, irgendein Genre für Kinder. Okay, 90 kriegen wir voraus. Für Kinder. Spiel für Kinder. Was wäre denn so für Kinder? Militär? Natürlich nicht. Wir haben hier, glaube ich, kaum irgendwas für Kinder. Weltraum. Immer gern gesehen. Sci-Fi natürlich. Zumindest in meiner Kindheit. Weltraum, Sci-Fi immer. Aliens.
Vielleicht so Schule? Naja, würde ich jetzt so lieber nicht machen. Superhelden, das klingt doch gut. Genre Action natürlich. Der VTech Engine. Und das Spiel heißt Superhelden. Jetzt mal schnell einen Superhelden-Namen ausdenken. Zum Beispiel. Super, genau. Superhund. Machen wir es so. Entwicklung starten. Oh, er ist noch im Urlaub. Okay. Na, egal. Das kriegen wir trotzdem hin. So. Wer macht was? Die Engine. Macht natürlich der Techniker. Nö, machen wir. Und Gameplay. Macht mal der Allrounder. Andrews Atkins. So, Alex Daniel ist wieder da. Sehr gut. Hallo, ich bin Tom Matt von Center. Ein Interview natürlich. So, welche Entscheidungen werden getroffen? Schwerpunkte. Und was bei einem Actionspiel? Storyquest oder Sound? Beides nicht wirklich. Sound? Oh Mann. Nochmal Sound. Wir haben Actionspiel Sound. Ja, wahrscheinlich, oder? Und sehen das andere Fachleute genauso. Sehr gut. Dialoge weg. Design und künstliche Intelligenz hoch. Und wie sieht's aus? Du machst die Dialoge, die nicht vorhanden sind. Und natürlich auch das Level-Design. Und du machst mal die künstliche Intelligenz, weil du nichts gemacht hast bisher. Mit Boost aktivieren. Und mal schauen, wie gut es wird. Hoch, du bleibst, du ein bisschen weniger. Denn der Allrounder macht mal den Sound. Techie macht die Grafik. Ja, und wir machen mal die Spielwelt. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Oh, ein Unternehmen namens Wise VR hat ein Virtual Reality Headset entwickelt, das endlich den Weg zu einem wahren 3D-Erlebnis ebnen soll. Das neue Headset heißt Visorius. Sieht aus wie eine riesige Schießschutzbrille und bietet ein großes Blickfeld sowie eine fast perfekte Bewegungsverfolgung. Oh ja, ein VR-Headset. Wollte ich schon immer mal haben. Nach einem ersten Test klagten einige Spieler über Übelkeit. Aber mit dem richtigen Spiel kann diese Technologie sicherlich das Spielerlebnis weiter vertiefen. Das müssen wir auf jeden Fall unterstützen. Visorius-Unterstützung, genau. Da werden wir auf jeden Fall unsere Forschung reinstecken. VR ist wirklich toll. Auf einer Messe habe ich das mal getestet mit dem Samsung Zeugs, wie auch immer das immer hieß. Es war wirklich eine gute Erfahrung und auch wenn die Grafik noch nicht wirklich gut war, war es doch schon ganz gut. Und natürlich gibt es auch für Computer VR-Brillen. Und ja, wenn man sich ein paar Videos davon anguckt, wie andere Leute dann Spiele spielen mit dem so einem VR-Headset, ist es wirklich geil.
Mal gucken, ob ich mir das irgendwann mal kaufe. Vielleicht mache ich auch ein paar Videos dafür. Ja. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr sowas sehen wollt. Realistisches Wetter. Gut. Erste Bewertung, sehr schön. Super Hund. Wie sieht's aus? Unterhaltsam, ist schon mal ganz ordentlich. Was sollten wir erreichen? Eine 5, oder? Superheld und Action ist eine sehr gute Kombi. Sehr gut. Ja, wurde schon gesagt. Und wunderschön. Okay. Du machst den Spielbericht. Und natürlich sehr, sehr viel. Kick It. Das Spiel hat die geforderten Bewertungen erreicht. Wir freuen uns auf zukünftige Geschäfte. Oh, hab gar nicht gemerkt, dass Kick It das war. Aber gut. Wir unterstützen gerne ein erfolgreiches Unternehmen oder eins, das gerade am Aufstreben ist. So, der Markt hat sich wieder normalisiert und Dialog überhaupt nicht wichtig. Ja, das haben wir gemacht. Plattformübereinstimmung gut, Zielgruppenübereinstimmung gut, okay. Na gut. Aber trotzdem fast 10 Millionen. Kriegen wir das noch hin? 10 Millionen? Wahrscheinlich nicht. Oha. Die Zeit ist natürlich auch schon wieder äußerst doll vorangeschritten hier. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Denn ja, wir warten noch, bis Superhund fertig verkauft wurde. Und ja. Oh, schon wieder. Jetzt schon das dritte Jahr in dieser Folge. 30. Wir nähern uns dem Ende. Mal gucken, wie lange das noch geht. Vielleicht geht es aber ein bisschen länger. Werden wir mal gucken. Ja, ich sag schon mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn es so war. Kommentiert fleißig. Und setzt ein Abo, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und Superhund 8,8 Millionen Einheiten verkauft. 10,7 Millionen Umsatz erzielt. Ein sehr schöner Schluss für diese Folge. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal zu Game Dev Tycoon. Bis dahin.